Hallo Bianca, wie schön, dass du da Hallo! bist. Warte mal ganz kurz, ich schaue mal, ob ich dich noch drehen kann, ob die Kamera das mitmacht, das Spiel. Entschuldigung. Funktioniert nicht. Also wir können uns auch jetzt Warte. alle auf den Kopf stellen, dann würden wir unsere Kopfstandpraxis auf jeden Fall praktizieren. Oh nein, das war das falsche Drehen. Na gut, schade. Ich habe mir Okay. hier so schön das aufgebaut mit dem Ständer und alles, aber das ging in dem Fall doch nicht ganz gut. Also wie gesagt, wir können es auch alle einfach auf den Kopf stellen, das ist kein Problem. Also. Ich glaube, da wird das Video wahrscheinlich etwas kürzer, das ganze Interview. Das wird das Ganze Definitiv. komprimieren. Ich kann ihn nicht lange halten. Also deswegen. Wie schön, dass du da bist, Super. dass das klappt Ja, mit ich dem freue mich auch. Live-Interview. Ja. Sehr, sehr cool. Du, ich habe eben schon erzählt gehabt, wie wir uns kennengelernt haben, dass du mir damals wegen dem Yoga-Festival geschrieben hast und dass wir dadurch Kontakt bekommen haben überhaupt. Und ich glaube, so war Kann es ich mich damals, gar nicht oder? mehr dran erinnern. Ich dachte, wir hatten mal Bitte? geschrieben wegen einer Konferenz, die du planst. Genau, das meine ich mit der Ja, Yoga-Lehrer-Konferenz. okay. Ja, super. Genau. Die habe ich jetzt auch gerade auf Eis gelegt, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht so viel irgendwie gleichzeitig machen. Das kenne ich. Ja. Da war ich bin leider immer sehr optimistisch mit meiner ganzen Planung. Und dann merke ich so, oh, ich habe ja doch auch nur Ja. 24 Stunden Zeit und irgendwie Sozialleben. Ja. Mensch. Ja, eigentlich fies. Ja, total furchtbar. So, lass uns direkt mal ins Gespräch reinstarten. Und die Gerne. erste Frage, die ich immer stelle, ist: Stell dich mal kurz vor, wer bist du? Wer ist Bianca? Gerne. Also, ich bin Bianca, ich wohne in Basel in der Schweiz. Das ist im Dreiländereck. Also wir haben hier wirklich, wir können nach Frankreich gehen zum Flammkuchen essen und nach Deutschland zum Einkaufen und haben den Rhein direkt vor der Tür. Also es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Schön. Gegend. Und ich bin seit 18 Jahren, habe ich jetzt nochmal ausgerechnet, hauptberuflich im Journalismus und in der Kommunikation tätig. Wow. Seit 2 Jahren leite ich jetzt eine Online-Redaktion auch und habe da auch sehr, sehr viel über Marketing gelernt und Social Media, Community Manager und solche Sachen gelernt. Und seit 1,5 Jahren jetzt unterrichte ich Yoga. Also Yoga kam vor 9 Jahren in etwa in mein Leben. Und seit 1,5 Jahren unterrichte ich es und in etwa genauso lange coache und berate ich jetzt auch schon Yogalehrerinnen und Yogalehrer im Social Media Marketing, weil das so mein Wow. Lieblingsbereich ist, ja. Bist du noch festangestellt oder bist du jetzt komplett selbstständig? Ich bin noch festangestellt, ich bin noch Okay. 60% angestellt, ja. Dann bei dem Magazin oder? Richtig, richtig, bei einem, Ah, okay. das Schweizer Elternmagazin Fritz und Frenzi heißt es, das ist das größte Elternmagazin hier. Okay, oh, schön. Ja. Mega schön. Und wie bist du damals vor 9 Jahren zu Yoga gekommen? Ach, eigentlich ein recht klassischer Weg. Also das war, ich bin sehr, sehr unsportlich. Also das wurde mir auch immer so gespiegelt in der Schule. Ich soll ja nie versuchen, irgendwas mit Sport zu machen. Und wollte dann trotzdem was für meine Fitness machen und bin dann in den Unisport gegangen. Und das war so richtig, also so Sporthalle voll mit 70 Leuten, Matte an Matte und so ein Wow. bisschen so leistungssportmäßig auch. Ja. Und ich habe trotzdem auch schon bei diesem Yoga gemerkt, irgendwas ist da. Also Okay. irgendwas macht es mit mir, was viel mehr ist als Sport, womit ich ja nichts anfangen konnte. Mit Sport konnte ich ja Ja. nichts anfangen. Und ja, und dann habe ich mich eben immer mehr dafür interessiert, habe erstmal angefangen, DVDs zu schauen, bin dann, habe eine ganz, ganz tolle Yogalehrerin und eine Yogaschule gefunden. Und so ist es dann immer tiefer geworden. Dann habe ich angefangen, auch Retreats zu besuchen, Immersions zu besuchen, bis dann hin eben zum Teacher Training. Oh, schön. Und was Genau. für ein Teacher-Training hast du gemacht? In welche Richtung hast du dich ausbilden lassen? Anusara Yoga ist das. Oh, schön. Ja, hatte ich auch bei Ja. mir in der Ausbildung, war das so ein Teil. Aber mit den Loops hat mich das nicht so abholen können. Das war für mich irgendwie zu theoretisch. Das verstehe ich. Wenn man die Loops das erste Mal hört, das erschlägt einen. Die Ja. Ausrichtungsprinzipien gehen noch, aber die Loops ist beim ersten Mal so, oh Gott, und warum brauche ich das jetzt überhaupt noch? Steckt das nicht in Ja, einem anderen genau. schon drin und so? Also das ging mir Ja. genauso, ja. Aber Ja. erwähnst du die Loops tatsächlich beim Unterrichten? Ich erwähne sie nicht als Loops, sondern ich habe sie Okay. einfach so als kleine Feinausrichtung im Hinterkopf. Also die Loops sind ja eigentlich, das ist jetzt natürlich schwer vereinfacht, wenn ich das so sage, aber eigentlich sind es ja so Feinjustierungen von den Prinzipien nochmal. Und es ist Genau. einfach, wenn ich sehe,
dass das noch nicht automatisch mitgemacht wird, dann sage ich es einfach nochmal an. Zum Beispiel lehnt den Hinterkopf zurück wie gegen eine Wand oder nehmt den Nabel nochmal zur Wirbelsäule und solche Geschichten, ja. Weil das habe ich mich, um ehrlich zu sein, bei Anusara-Lehrern immer gefragt, ob dann extra nochmal so, und jetzt der und der Loop. Und ich glaube, so ein junger Anfänger wird das vollkommen überfordern. So, ja. Ich glaube sowieso, dass Anfänger es manchmal, auf der einen Seite ist Anusara-Yoga super für Anfänger, weil es so exakt ist und wirklich so darauf achtet, dass du auf gar keinen Fall in irgendeine Verletzungsgefahr mit reinkommst. Und auf der anderen Seite reden Anusara-Lehrer halt so wahnsinnig viel. Und ich glaube, wenn man das erste Mal ins Yoga kommt, kann das einen ganz schön erschlagen. Ja, oh, allgemein reden wir als Yoga-Lehrer so viel, oder? Ja. Sag ich mir manchmal, boah, ich habe jetzt wieder so viel geredet. Ja, richtig, richtig. Also passiert mir doch auch oft. Und dann muss ich mich immer im Shavasana zusammenreißen, dass ich die Leute dann auch noch zuquatsch. Also, ja, dass dann auch mal gut ist. Ja. Guck mal hier, wir haben Grüße von der Jasmina bekommen. Oh, von hallo Marcel. Jasmina. Hi, schön. Und du hast mir zu mir geschrieben, dass du gerne so ins Thema authentisch sein als Yoga-Lehrer reingehen möchtest. Was bedeutet das für dich? Weil ich finde Authentizität auch ganz, ganz wichtig. Was verbindest du damit? Also mir ist in letzter Zeit klar geworden, dass es wirklich so in beiden Bereichen so eine Riesenrolle spielt. Also sowohl bei dem, wie trete ich als Yoga-Lehrer auf, als auch wie zeige ich mich dann später in den sozialen Netzwerken. Ja. Und tatsächlich war ich neulich bei einem Workshop, wo das ein ganz großes Thema war, ein Yoga-Workshop, wo wir uns darüber unterhalten haben, was heißt es denn als Yoga-Lehrer authentisch zu sein? Mhm. Weil irgendwie, wir sind ja in dem Moment, wo wir da vor einer Klasse stehen, wir sind ja in einer Rolle drin. Also wir sind ja nicht unser Everyday-Me, sage ich jetzt einfach mal, sondern wir müssen ja die ganze Zeit die Energie halten im Raum und so. Und das ist ja nichts, was wir sonst jeden Tag tun. Also es ist auf jeden Fall eine Rolle. Aber trotzdem finde ich es gut oder glaube ich, kommt es auch bei vielen Schülern gut an, wenn man noch was Persönliches mit reinbringt, wenn man eine persönliche Note mit reinbringt. Also im Anusara-Yoga gibt es ja immer diese Herzthemen. Jede Stunde steht unter einem Herzthema. Und ah ja, das habe ich auch drin. Spannend. Ja, das wusste ich gar nicht, dass das so Anusara-mäßig ist. Ich dachte, das wäre auch von den Vinyasis. Also ich habe ja eine Vinyasa-Anusara-Yin-Yoga-Ausbildung gehabt. Ja. Das war so gemischt. Aber spannend, dass es typisch Anusara ist. Ich weiß es nicht, inwieweit es einfach noch in anderen Arten drin ist. Also bei uns ist es auf jeden Fall sehr, sehr fest verankert. Das ist wirklich eines der Prinzipien vom Unterrichten auch. Okay. Und man kann natürlich dort, wenn man möchte, immer ein hochphilosophisches Zitat nehmen und da irgendwie versuchen einzusteigen und das in den Körper zu bringen. Geht. Ja. Aber ich glaube, dass man viel mehr Schüler abholt, wenn man das mit einer persönlichen Anekdote verbindet. Wenn man wirklich mit reinbringt etwas, was einem passiert ist, was man selber erlebt hat und das authentisch rüberbringt und mit eben dann nicht da stehen bleibt, weil dann ist es langweilig, dann geht es nur um den Lehrer und eigentlich sollte es nicht um den Lehrer gehen in der Klasse, sondern dann schaut, okay, und jetzt, also was soll das jetzt, warum erzähle ich euch das jetzt, warum ist es wichtig für euch, was ist das größere Thema, was dahinter steckt. Ja, stimmt. Und ich glaube, so kann man super gut in den Yoga-Klassen authentisch sein. Mhm. Und sobald man dann über Social Media wirbt, ist es mit der Authentizität natürlich noch wichtiger, weil plötzlich haben die Schülerinnen und Schüler quasi automatisch Einblick in was persönlicher ist vom Lehrer und erleben den auch wirklich anders. Und so hat er immer wieder die Möglichkeiten, quasi in seinem Alltag selber zu zeigen, so wie versuche ich eigentlich das ganze Yogische, was ich gelernt habe, in meinem Alltag anzuwenden. Und da wirklich auch zu zeigen, so hey, mal gelingt es mir nicht so gut, sich selber auch verletzlich zu zeigen, weil dadurch wird man auch wirklich interessant. Ja, das stimmt, das ist spannend. Ja, sehr. Und es ist vor allem auch, also ich habe immer am Anfang gedacht, als ich angefangen habe mit dem Coaching und der Beratung, über das große Warum man das macht, was man für Visionen hat, was man erreichen möchte, muss ich ja mit Yoga-Lehrern nicht mehr viel sprechen, das ist ja allen schon klar. Nee, und das, gar nicht. Mm-mm. Und es kommt dann auch immer wieder, es kommen immer wieder Fragen hoch und man muss sich immer wieder neu damit verbinden. Ja. Und so. Also das ist so eine große und wichtige Arbeit. Und eben, ich glaube, die wird in den wenigsten Yoga-Lehrer-Ausbildungen auch gemacht, diese Arbeit. Fast gar nicht. Allgemein auch, was ich ja schade finde, ist auch viel mit Selbstständigkeit. Wie gehst du in Yoga, also wie findest du Yogakurse beispielsweise? Das wird gar nicht besprochen. Also jedenfalls in meiner wurde das gar nicht besprochen. Wir hatten zwei Stunden Selbstständigkeit.
Und das war's. Und das war irgendwie für mich zu wenig. Aber ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich und zwei andere wollten sich selbstständig damit machen von 20 Leuten. Also, okay, und die anderen haben es mehr so für sich gemacht, oder? Genau, genau. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Oder halt mal neben der Festanstellung so einen Kurs die Woche geben oder sowas. Okay. Oder bei sich im Hinterzimmer dann einen Kurs geben. Ja, logisch, dann ist es natürlich für sie nicht ganz so spannend. Aber ich finde schon auch eigentlich, zu einer Lehrerausbildung gehört auch mit dazu, wie stehe ich als Lehrer hinterher da. Und gleichzeitig hat so eine Ausbildung halt nur 200 Stunden und schon die Anatomie kommt in vielen Ausbildungen zu kurz. An der Stelle nochmal, hallo Jasmina, geht mir echt auch so, dass die Anatomie, weil sie bildet ja Lehrer dort auch weiter. Echt? Das macht Jasmina? Ja, genau. Oh, das ist spannend. Ja, wo ich auch immer wieder denke, ja, doch, also da habe ich auch noch Bedarf. Also da gibt es noch viel, wo man sich weiterbilden kann als Yoga-Lehrer. Und dieser Bereich, wie komme ich in ein Business, wie vermarkte ich mich, gehört da definitiv dazu. Guck mal, haben wir direkt ein Feedback von Jasmina, Applaus. Ja, da freut sie sich. Ja. Ja, stimmt, bei mir ist auch Anatomie und Philosophie, da darf ich mich noch mehr weiterbilden, das ist spannend. Ja. Und Selbstständigkeit, das war halt so das Erste, wo ich gemerkt habe, okay, das brauche ich halt jetzt. Richtig. Also direkt und nicht irgendwie wie Anatomie und Philosophie, das sind so nice to have und ist good to have. Ja. Ich glaube, du bist natürlich jetzt auch gerade in der Phase, wo du selber gerade lernst und dadurch kannst du es natürlich selber auch voll gut vermitteln. Weil du kannst quasi die Leute mit auf deinen Learning-Weg nehmen. Und das ist ja genau das, was man so unter Authentizität versteht. Also so, ich bin selber auf einem Weg und ich zeige mich auf diesem Weg. Genauso schwierig oder nicht schwierig, wie der im Moment ist. Ja. Wer Tino schreit, zum Glück lernt man ja nie aus. Genau, Tino, da hast du recht. Und ich habe mir jetzt bei dir auch, du hast mir so geschrieben, was du alles machst und jetzt auch im Gespräch, wie managst du deine Zeit? Weil du machst zum einen, bist du 60% beim Elternmagazin angestellt. Du hast mir geschrieben, du hast die Kommunikation für ein Yoga-Festival gemacht. Du coachst noch, du bist Yoga-Lehrerin. Dein Tag hat ja auch theoretisch nur 24 Stunden. Also, wie schaffst du das alles? Gut gelaufen. Oder was sehr gut gelaufen? Ja. Nee, also es ist tatsächlich auch ein Punkt, an dem ich immer wieder knabber. Also viele von euch haben ja auch Ayurveda-Kenntnisse. Ich habe halt verdammt viel Vata im System. Ich will das alles immer unbedingt machen. Und dann gibt es immer wieder Sachen, wo ich merke, okay, da muss ich immer wieder was rausnehmen und mich immer wieder realistisch hinsetzen. Also ich bin, obwohl ich viel Vata im System habe, bin ich auch jemand, der gerne Pläne macht, der gerne Sachen aufschreibt, Zeitkuchen malt, mir Kalendervisionen vormalt und so. Und das muss ich auch wirklich immer wieder machen, um zu sagen, so okay, auch wenn das jetzt wehtut, den Teil muss ich im Moment loslassen. Oder es gab zum Beispiel letztes Jahr ein paar Monate, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich gerade das Gefühl, für mich ist gerade das Unterrichten wichtiger als das Coachen. Also konzentriere ich mich jetzt gerade da drauf. Ich lasse das andere Angebot stehen, wenn jemand meine Hilfe braucht. Aber ich konzentriere mich im Moment aufs Unterrichten. Dann gab es wieder eine Zeit, wo das andere Priorität hatte. Also das verläuft einfach so in Wellenform, würde ich sagen. Ja. Okay, das ist spannend. Du, ich bin ja auch ein ganz großer Fan, um ehrlich zu sein, von deinem Instagram-Kanal. Oh, danke schön. Also ich folge dir ja auf Instagram. Für alle, die jetzt vielleicht noch nicht dich auf Instagram dir folgen, was ihr auf jeden Fall machen sollt, weil es wirklich ein guter Kanal ist. Ich finde es sehr, sehr guter Inhalt über, sag mir nochmal, wie du heißt, Social Media Yogi oder so. Irgendwie sowas. Also ich habe zwei Kanäle. Der eine, wo ich privater unterwegs bin und auch mein Yoga quasi bewerbe. Das ist Den kenn ich Yoga nicht. Einfach. Genau. Ah, doch, und stimmt. Doch, da folgt doch. Genau, doch, kenne ich auch. Und der andere, von dem du jetzt sprichst, das sind die Social Yogis. Und da gebe ich tatsächlich nur Yoga-Lehrern Tipps für Social Media Marketing. Ja. Und da fällt mir zum Beispiel auf, da war ich die letzten zwei Wochen nicht aktiv genug. Ja. Obwohl, also, du hattest ja eine kurze Pause gehabt, dann bist du zurückgekommen. Richtig, und dann war ich wieder richtig motiviert und jetzt stand gerade wieder was anderes im Vordergrund, ein anderes Projekt, das ich gemacht habe und jetzt ist es eben wieder, okay, jetzt muss ich wieder ein wenig abwägen, muss das wieder ein bisschen vorholen, weil das steht ganz klar wieder oben auf der Liste, dass ich den wieder mehr bespeise und regelmäßiger bespeise, weil wir wissen ja beide, ohne Regelmäßigkeit funktioniert nichts. Bist du tot? Ja. Ja, du stirbst. Ganz du schnell. So.
Ganz, ganz schnell. Ja. Wenn wir auch direkt bei Instagram bleiben, was sind so deine Tipps, Ja. wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne mit Instagram anfangen, außer regelmäßig posten, am besten täglich tatsächlich. Was sind so deine Tipps für Instagram? Also zum einen ist eben die ganze Vorarbeit, von der wir vorher gesprochen haben, da kommt man nicht drum rum, sich da auch wirklich vorher nochmal Gedanken zu machen, ob dieser Kanal überhaupt das Richtige ist. Sind da die Leute, die ich erreichen möchte? Kann ich dort die Botschaft, die mir selber wichtig ist, gut rüberbringen? Also zum Beispiel jemand, der sagt, hey, warte, finde ich jetzt gerade ein Beispiel. Ich möchte Yin-Yoga oder Yoga Nidra bewerben. Ich glaube, der wäre zum Beispiel sehr viel besser auf YouTube aufgehoben, wo er einfach längere Videos promoten kann und solche Geschichten. Jemand, der sehr visuell unterwegs ist, der zum Beispiel eine sehr hübsche Yoga-Praxis hat, der ist natürlich perfekt bei Instagram Oh aufgehoben. Dann ja, so diese natürlich. ganz schlanken. Und die ganz beweglichen und die ganz Oh sportlichen, ja, oh ja, ja. definitiv. Also ich habe vor, ich habe letzten Mai habe ich mal den Matt Giordano interviewt. Kennst du ihn? The Nee, Yogi kenne Matt ich nicht. Ah, hat einen ganz The Yogi großen. Matt. Oh ja, das Interview habe ich gesehen tatsächlich. Ja, Der ja. sieht ja gut aus. Oh Also, ja. sorry. Wahrscheinlich auch live, oder? Ja. Gut, jedenfalls, er hat mir eben gesagt, ja, natürlich zeige ich mich im Handstand, weil das ist meine tägliche Praxis. Warum soll ich denn bitteschön nicht meine tägliche Praxis zeigen? Und auch er meinte, jeder, der sich in den Handstand reinzwingt, um gut auszusehen auf Social Media, das funktioniert nicht. Und da sind wir dann wieder bei der Authentizität. Also definitiv. Und das andere, ich habe das jetzt mehr so bei den Tipps allgemein, aber ich nehme es jetzt einfach schon mal vorweg. Weil Instagram eben so sehr ein visuelles Medium ist. Ich finde schon, dass man sich Gedanken machen sollte über sein Branding, bevor man dort startet. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder einen Grafiker organisieren muss und dass das alles top durchgestylt sein muss, der Account. Aber zumindest mal schauen, so hey, welche Schriften habe ich denn verwendet auf meiner Webseite? Welche Farben habe ich denn verwendet? Da mal so die Farbcodes rausschreiben, dass wenn man zum Beispiel einen Spruch macht auf einem einfarbigen Untergrund oder so, dass das dann halt auch die Webseite widerspiegelt, dass es ein bisschen durchgängig ist, vielleicht sogar dieselben Farben und Schriften wie auf dem Flyer, dass es einfach einen Wiedererkennungswert gibt. Ja, das ist ein super, super Tipp. Das lerne ich jetzt auch gerade tatsächlich, dass überall die Ich gleiche auch, Schrift. ja. Weil ich Ja. bin auch gar nicht visuell. Was würdest du jemandem empfehlen, der nicht visuell ist, wo der sagt, okay, mit Grafik habe ich eigentlich nichts am Hut? Da habe ich tatsächlich einen ganz konkreten Tipp, und zwar die Svenja Walter von Meine Svenja. Das ist eigentlich ein Eltern-Do-It-Yourself-Blog. Die hat einen kleinen Kurs gemacht zu Canva. Und Canva ist ja eh super easy und gut zu bedienen und auch in der kostenlosen Version sehr, sehr umfangreich. Und bei ihr lernt man nicht nur die Tipps und Tricks, wie man das machen kann auf Canva, wie man das hin und her schiebt, sondern sie kommt tatsächlich auch mit so ein paar grafischen Grundsachen raus, wo ich dann das Gefühl habe, okay, also mir hat das viel geholfen und mich hat es auch, ja, mir hat das tatsächlich auch so ein bisschen Mut gegeben, dass auch als jemand, der nicht so visuell ist, dass man da reinkommt. Also ich komme ja auch, wie du, von der sprachlichen Seite, mir war das nie so wichtig mit den Bildern und es geht aber, man kann das lernen. Also sogar relativ einfach und schnell. Super. Du Ja. hast ja auch mir geschrieben, dass du beim Yoga-Festival die Kommunikation übernommen hast. Das war das Yoga-Festival. Thailand-Yoga. Dankeschön, genau, sonst hätte ich nämlich spicken Ja. müssen. Genau. Und erzähl mir da noch ein bisschen, was war das für ein Yoga-Festival gewesen? Also das war das erste Mal, dass in Basel ein Yoga-Festival stattgefunden hat. Und damit waren wir quasi die letzte große Stadt in der Schweiz, die noch keins hatte. Was besonders schade ist, weil wir ja eben, wie erzählt am Anfang, hier in diesem Dreiländereck sind. Und überhaupt ist es eine sehr internationale Stadt. Wir haben sehr, sehr viele Fachkräfte aus verschiedenen Ländern, die hier in der Pharmaindustrie halt arbeiten, die alle sehr, sehr yoga-affin sind. Und dann gab es drei ganz, ganz wunderbare junge Yoga-Lehrerinnen, die sich zusammengetan haben aus den drei Ländern jeweils und gesagt haben, komm, das machen wir jetzt. Wir stellen einfach so ein Festival auf die Beine. Und die haben dann mich auch online gefunden und relativ schnell mit ins Boot geholt, dass ich ihnen beim Marketing helfe. Und wie das so ist, wenn man sowas das erste Mal macht, wir hatten natürlich kein Budget, wir hatten keine Ahnung, wie viel wir am Schluss
verdienen werden, ob wir Sponsoren gewinnen werden. Also das stand alles noch recht in den Sternen. Und wir haben das deshalb auch vom Marketingaufwand her wirklich nur ein paar Facebook-Anzeigen gemacht, also von Sachen, die kosten, und Flyer. Und der Rest war wirklich, dass wir die organische Reichweite von Facebook und Instagram genutzt haben und so bekannter geworden sind. Okay, mega schön. Ja. Und du hast mir auch gesagt, jetzt vorhin im Vorgespräch, dass es auch wirklich ein großer Erfolg war. Ja, wir hatten 3 Wochen vor Festivalbeginn waren alle Tickets weg. Wir haben dann irgendwie nochmal 8 mit in den Topf geschmissen, weil wir gesagt haben, komm, die kriegen wir auch noch unter. Wir wollen ja, dass möglichst viele kommen können und so. Und doch, das war ein Riesenerfolg und wir machen das dieses Jahr auf jeden Fall wieder. Oh, schön. Wann wird es sein? Ja, das weiß ich noch nicht. Das Datum steht noch nicht ganz fest, weil wir sind im Moment gerade dabei, verschiedene Locations abzuklären. Und davon hängt dann auch das Datum ab. Okay. Und nochmal zurückzukehren zu Social Media Marketing. Mhm. Was sind so die 3 Tipps, die du auf jeden Fall Yoga-Lehrern mit auf den Weg geben würdest, die jetzt vielleicht auch gerade frisch beginnen und sagen, ich will jetzt mal ins Online-Business einsteigen. Was empfiehlst du ihnen? Ja, also der erste Tipp ist ein ganz, ganz klassischer, den man eigentlich immer wieder bei Social Media Marketing hört. Und ich versuche den jetzt mal wirklich auf Yoga-Lehrer zu drehen, wo es um das Thema Mehrwert geht. Also, dass man sich quasi wirklich überlegt, so hey, was gebe ich meinen Schülern ganz Spezielles in der Klasse mit und wie kann ich das online übertragen? Also, wenn man jetzt zum Beispiel ein Yoga-Lehrer ist, der sehr, sehr viel Philosophie vermittelt, auch innerhalb der Stunden, dann kann man natürlich auch mit einem schönen Symbolbild und einem tiefergehenden Text auch mal was zwischen den Stunden einfach weitergeben, um an sich zu erinnern und um die Leute auch wirklich abseits der Matte zu unterstützen. Also es soll ja nicht nur um Marketing gehen, sondern eben wirklich darum, da noch mehr zu geben. Oder wenn man jemand ist, der in Anatomie sich spezialisiert hat, ja, dann ein anatomisch exaktes Video, vielleicht mal was auch am Skelett zeigen oder mit Bildern von Muskeln, also solche Sachen. Ja. Das ist einfach wirklich nicht nur in der Klasse stattfindet, wo es die Leute dann auch oft, also gerade die nur einmal die Woche ins Yoga kommen oder so, die vergessen das ja auch hinterher wieder. Und die sind dann dankbar um einen Reminder. Also ich habe zum Beispiel kurz vor Weihnachten war das irgendwann, habe ich mal eine Stunde gemacht, wo es um die liebevolle Güte-Meditation ging, die Metameditation. Oh, schön. Ja, ich liebe sie auch. Ja. Und da habe ich dann die 4 Sätze einfach nachher nochmal in einem Bild gemacht und gepostet, weil wenn man die das erste Mal hört, man kann die sich nicht merken. Und trotzdem habe ich gemerkt, das hat die Leute berührt, die möchten da weitergehen, also bekommen die das auch nach der Stunde. Also sich wirklich überlegen, so hey, was ist mein Mehrwert, den ich bieten kann, auch online. Und das zweite haben wir schon angesprochen. Wiederhole ich einfach ganz kurz, dass es ums Branding geht, also nicht dem Zufall überlassen, wie alles aussieht, was man so rausgibt und sich trotzdem auch nicht verrückt machen, wenn es mal ein Bild gibt, das einfach lustig ist und das jetzt einfach raus muss und überhaupt nicht ins Branding passt. Zack, raus damit. Das ist wieder die Authentizität. Also da ist man dann immer in dieser Balance zwischen diesen 2 Extremen quasi. Und das dritte haben wir auch schon kurz angesprochen. Versucht wirklich euch hinzusetzen und zumindest eine minimale Strategie zu machen. Also wirklich zu überlegen, warum mache ich das? Wen will ich damit erreichen? Was möchte ich bei den Personen bewegen? Und dann, wie oft kann ich posten? Wie komme ich zu meinen Inhalten? Das wirklich einplanen in seinen Wochenplan, dass man dann auch die Konsistenz hat, die so, so wichtig ist aus Social Media. Ja, das stimmt. Mega schön. Wenn ihr Fragen habt an die Bianca, dann schreibt sie jetzt in die Kommentare, weil ich würde jetzt zu meinen Abschlussfragen schon kommen, damit ihr wirklich auch noch so den größten Mehrwert habt aus dem Interview, die 8 Leute, die noch zuschauen. Gerne, jetzt habt ihr die Chance und ich würde zu meinen Abschlussfragen kommen. Ganz kurz, wenn jemand noch hinterher eine Frage stellt, beantworte ich die natürlich auch noch. Ich gucke auch noch mal rein. Super, cool. Falls das jemand jetzt danke erst nachhaltet, sehr, sehr gern. Super. Zum einen, welchen Yoga-Lehrer oder welchen Speaker sollte jeder mal live erlebt haben? Da möchte ich natürlich meine 2 Lieblings-Yoga-Lehrerinnen nennen. Das ist die Yoga-Lehrerin, die mich dazu gebracht hat, dass ich es unbedingt vertiefen wollte. Das ist Salome Noah Caruso. Sie ist hier in Basel.
Sie hat ursprünglich angefangen mit Anusara-Yoga und so habe ich sie dann auch gefunden, weil ich mich eben dafür interessiert habe und hat sich inzwischen weiterentwickelt in Embodied Flow, Somatic Movement und vermischt alles so zu ihrem ganz eigenen Yoga-Stil. Und es macht einfach unheimlich Spaß bei ihr, jede Entwicklung auch mitzumachen und mitzuerleben, weil das alles so authentisch ist, weil das alles sie ist, voll und ganz. Ja. Und die andere ist meine Ausbilderin, Tina Lobel, Christina Lobel. Die ist einfach so Ah. toll, ja, wegen ihrer Sprache. Sie hat so eine unfassbare Präzision in der Sprache und gleichzeitig aber auch so eine Vielfalt. Und das fasziniert mich so, dass sie quasi, sie sagt nicht zweimal hebt das Bein, sondern sie findet beim zweiten Mal einen anderen Begriff dafür und du weißt trotzdem, was sie meint. Also es Ja. ist Wahnsinn, ganz, ganz toll. Und wenn man nur zuhört, großartig. Aber noch schöner ist Toll. mitmachen. Ja. Und meine zweite Frage, warte, ich muss gerade mal gucken, ob ich sie dir hoffentlich geschrieben habe. Es kann sein, dass ich die vergessen habe. Oh, die Dann habe ich schauen wir vergessen. mal. Dann stelle ich sie dir jetzt ganz spontan. Welches Buch hat dich inspiriert? Ich bin im Moment sehr, sehr auf dem Trip, sage ich mal. Also es ist im Moment auch ein Traum von mir, an dem ich gerade arbeite, dass ich auch einen kleinen Online-Kurs machen möchte zum Thema Kreativität. Erwecke deine Kreativität. Und zwar mit Yoga und Schreiben. Und da haben mich zwei Bücher in letzter Zeit sehr inspiriert. Und das war Big Magic von Elizabeth Gilbert, wo es Ja, darum geht, ein auch kreatives schön. Leben zu führen. Und das andere ist Der Weg des Künstlers. Das ist ein 12-Wochen-Programm zur Entdeckung der eigenen Kreativität. Richtig harte Arbeit, besonders wenn man es allein macht. Und da ist dann auch die Idee entstanden, nee, ich möchte die Leute da an die Hand nehmen, ich möchte mit denen einen Online-Kurs machen zu dem Thema. Und auch mit dem Hintergedanken, also das hört sich jetzt an, als wäre es ganz weit weg von dem, was ich bisher gemacht habe, aber eben gerade, weil ich festgestellt habe, dass sehr viele Yoga-Lehrer sich mit ihrem Warum und ihrer Vision und allem, was höher ist als sie, noch nicht so ganz verbunden haben, glaube ich, dass es ganz, ganz tolle Mittel sind, um sich damit zu verbinden. Stimmt. Was ist deine Vision? Wo siehst du dich in einem Jahr? Hoffentlich irgendwo am Strand. Bei 30 Grad den Laptop unterm Arm, um der Welt helfen zu können. Das wäre natürlich das Allerschönste. Also Nein, ich. digitaler Nomade in die Richtung tatsächlich? Ja, also damit liebäugle ich schon ein wenig. Also ich glaube zwar, dass ich jetzt nicht immer unterwegs sein muss, aber zumindest im Winter hin und wieder ein bisschen ausbrechen würde mir sehr, sehr gut tun, glaube ich. Ich merke einfach, dass ich ein sonnengetriebener Mensch bin, dass ich besser funktioniert, wenn die Sonne scheint. Ja. Und ansonsten habe ich für dieses Jahr noch vor, Angebote zu machen, die für Yoga-Lehrer erschwinglich sind, die sich kein Coaching leisten können. Weil ein Coaching Schön. ist natürlich eine kostspielige Sache und gerade wenn man es am dringendsten braucht, die ganze Marketinggeschichte, kann man sie sich meistens nicht leisten. Und deshalb bin ich gerade dabei, das sage ich jetzt übrigens das allererste Mal öffentlich, ein Buch zu Wow. schreiben. Damit Ja. ist es raus, ne? Damit kommt Ja, es raus. genau. Ich Also ein freue mich, Buch, das dann in einem Jahr in den Händen zu halten, ne? Also, ich bin jetzt ja. ein Accountability-Partner und alle 8, die zuschauen, Danke. sind auch die Accountability-Partner. Danke. Das kann ich sehr gut brauchen, weil wie gesagt, ich habe ja immer so viele Projektideen. Ich brauche Leute, die mich daran erinnern und sagen, dein Buch, wir warten auf dein Buch. Genau, cool, mega Also schön. die ersten 30 komplett ganz eng zugeschriebenen DIN-A4-Seiten stehen schon. Also es läuft eigentlich. Okay, Und geil. ja, schreibe ja Herzlichen auch wirklich so Glückwunsch. gern. Danke, danke. Und Mega das schön. Zweite, was so ein bisschen ein Zwischending ist, wenn man trotzdem auch den persönlichen Kontakt haben möchte und ein bisschen was erarbeiten, ist, dass ich mindestens zwei Workshops anbieten werde. Also einer ist im März in Zürich und einer dann im Juni in Bonn zu dem Thema Social Oh, Media hier, du kommst nach Marketing. Deutschland. Ja, sicher, klar. Cool. Übrigens, du sprichst Ja. Hochdeutsch, ne? Sprichst du jetzt extra für uns Hochdeutsch? Nein, nein, ich komme aus Friedrichshafen am Bodensee ursprünglich. Oh, Friedrichshafen, Ja. schön. Ich bin ja nächstes Ja. Wochenende bin ich zum Yoga-Festival am Bodensee. Oh ja, ich In habe es Überlingen ist gesehen. das. Ja, ich Ich freue kann mich leider mega. nicht, aber es Schade. klingt sehr, sehr schön. Ja. Das ist ein tolles Festival, mein Lieblings-Yoga-Festival. Okay. Und jetzt die Abschlussfrage. Wenn ihr, wie gesagt, ihr 8 Leute, die zuschaut, ihr habt jetzt noch die letzte Gelegenheit, einen Kommentar, eine Frage zu stellen.
Weil die letzte Frage ist natürlich, wo findet man dich online? Wenn jetzt alle sagen, boah, die Bianca, die gefällt mir richtig gut, mit der will ich weiter Kontakt haben. Wie findet man dich? Ja, also meine Homebase ist sukiyoga.net, also Suki von Sukino. Mhm. Ist ja den sanskritsprachigen hier wahrscheinlich ein Begriff, also S-U-K-H-I. Und, willst du später noch in die Kommentare posten? Mache ich, ist wahrscheinlich am einfachsten. Mhm. Genau, unter demselben Namen Suki Yoga findet man mich auf Instagram. Unter Social Yogis findet man speziell die Social Media Tipps für Yogalehrerinnen und Yogalehrer. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das war es erstmal. Ah, hier auf Facebook natürlich habe ich auch eine Seite. Die heißt Suki Yoga Net. Okay. Ja. Super. Dann würde ich dir das letzte Wort überlassen, was du an die Community noch rausgeben möchtest. Ich weiß, dass es immer gut wäre, am Schluss ein bisschen so ein Fazit zu machen, aber ich habe noch einen Punkt, den ich total spannend finde und über den ich in letzter Zeit viel nachgedacht habe und den ich gerne noch teilen würde. Und zwar geht es nochmal um Authentizität und ob man Authentizität, schwieriges Wort, eigentlich auch übertreiben kann. Und zwar habe ich gerade gelesen von Brené Brown, das kennen wahrscheinlich auch ganz viele, das Verletzlichkeit macht stark. Ja. Und sie hat ein Kapitel, in dem sie eben sagt, okay, wenn man Verletzlichkeit instrumentalisiert, um Vertrauen bei anderen Leuten zu schnell aufbauen zu wollen, dann ist es, als ob man sie mit einem Flutlicht blendet. Ja. Und das fand ich so ein treffendes, tolles Bild, weil ich habe das bei mir selber auch schon erlebt, dass jemand sowas Intimes zum Beispiel auf Social Media erzählt hat, dass ich dann dachte so, ich wusste selber gar nicht mehr, wie ich reagieren sollte. Auf der einen Seite fand ich es mutig und auf der anderen Seite, da es ja doch einer menschlichen Kommunikation ähnlich war, hat es sich wie zu früh angefühlt. So gut kenne ich mich noch nicht. So, das Gefühl hat so ein bisschen ausgelöst. Also einfach, dass man sich da auch ein bisschen bewusst ist, authentisch sein heißt nicht, dass man alles erzählen muss, ganz und gar nicht. Und ich glaube auch, dass wir wollen ja mit den sozialen Netzwerken, wir wollen ja insgesamt, wollen wir den Leuten was Positives mitgeben. Wir wollen, dass die mit einem positiven Gefühl da rausgehen. Ja, also man muss auch nicht jedes Mal, wenn man weint, die Kamera anschalten. Ja, so, genau. Das ist einfach noch so Sachen, die wo ich mir in letzter Zeit viel Gedanken drüber gemacht habe, wo auch jeder seine persönliche Balance finden muss. Ja. Und das passt auch, also man findet dann auch die Community, zu der das passt. Aber einfach, dass es diesen Flutlichteffekt noch geben kann, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf behält. Ja, das stimmt. Ja. Mega schön, dass man nicht vergisst, dass Social Media trotzdem irgendwie immer noch so in Phasen eingeteilt ist. In Kennenlernphase und Näherkommenphase. Ist wie beim Flirten. Absolut, absolut. Und beim Flirten kann man auch nicht sagen, willst du mit mir schlafen jetzt? Also direkt? Wir haben uns gerade kennengelernt. Ja, richtig, richtig, absolut. Ja. Also wahrscheinlich wäre es auch überhaupt nicht, also es ist dann eben auch vielleicht tatsächlich zu sehr Marketing und schon wieder zu wenig authentisch, weil würde ich mich jetzt wirklich vor eine Gruppe von 300 Leuten hinsetzen und das von mir erzählen? Ja, also so, wirklich so, habe ich damit wirklich ein gutes Gefühl? Sich das immer mal wieder fragen. Ja. Und trotzdem mutig sein. Trotzdem diese Balance. Bisschen aus der Komfortzone. Ja. Und vor allem das teilen, was man selber auch bereit ist, auch Kritik sich einzustecken. Also was du selber nur aufgearbeitet hast, dass du nicht irgendwie, du hast gerade die Trennung hinter dir, du hast die Trennung nicht aufgearbeitet und das direkt breit machen, sondern wirklich nur Sachen rauslassen, wo du selber sagst, habe ich aufgearbeitet. Ich bin da schon so weit auf dem Weg, dass wenn jetzt irgendjemand kommt meistens, der irgendwas zu kritisieren hat, richtig, von 100 Leuten ist immer einer, der sagt, nee, aber deine Nase gefällt mir jetzt nicht. Und dass man es deswegen aufgearbeitet hat für sich, das ist nämlich auch ganz wichtig. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, ich finde man, also meistens, wenn man eine halbwegs nette Community hat, weil die meisten folgen einem ja, weil sie einen gut finden und nicht, weil sie einen kritisieren möchten. Genau. Und tatsächlich habe ich gemerkt, sind die Leute so unfassbar hilfsbereit auf Social Media. Also wenn man wirklich eine Frage für sich auch noch nicht geklärt hat,
Und man fragt diese Frage authentisch und echt, man wird richtig gutes Feedback bekommen. Ja, Also ich hatte erst ja. gestern den Fall, ich bin von der Yogastunde heimgekommen, die ich unterrichtet habe, und habe mir dann viel zu schnell irgendwas noch reingehauen, mitten in der Nacht, und habe mich danach schlecht gefühlt und habe gedacht, eigentlich ist das doch blöd, ich will doch eigentlich früh zu Abend essen und das passt überhaupt nicht zu meinem Leben als Yogalehrer. So quasi der ayurvedische Grundsatz passt da nicht zu meinem Leben als Yogalehrerin. Wie macht ihr das denn? Und du glaubst nicht, wie viele richtig lange, tolle Nachrichten ich bekommen habe, aus denen ich wirklich was rausziehen kann. Also es sei ja nicht Mega nur einfach schön. so gefragt, sondern ich habe da eine Antwort bekommen, die mir hilft. Ja, Ja. voll schön. So, wir sind schon über Zeit die ist Zeit rum, drüber. ja. Zeit ist rum. Ich bedanke mich so, so sehr für dieses spannende Interview, auch für Ich diesen tollen danke dir. Austausch. Das Ja, es hat war sich gerade so großartig. gut angefühlt, auch ganz Ja. natürlich. Und das liebe ich bei Interviews. Deswegen danke, danke, danke Auch. für deine Zeit. Danke Wenn ihr noch dir. Fragen habt, die jetzt neu zuschauen, Bianca hat angeboten, sich später nochmal das Replay anzuschauen. Macht einfach Hashtag Replay rein, dann weiß Bianca, dass es später war, der Kommentar. Und genau, wo ihr sie findet, hat sie schon geteilt. Ich freue mich, dass du da warst. Danke, ich Vielen freue Dank mich und auch, ich dass ich wünsche da sein euch allen, durfte. ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und dir vor allem einen ganz tollen Abend. Danke dir. Danke dir auch. Tschüss. Ciao.